In der vorletzten Saison kreuzten diese beiden Schwergewichte der Regionalliga Bayern die Klingen noch in der dritten Liga. Damals blieb Türkgücü München in beiden Vergleichen mit der Spielvereinigung Unterhaching ungeschlagen und ohne Gegentor. Knapp 1,5 Jahre nach dem letzten Duell liegt die Favoritenrolle nun zum Wiesenausklang am Feiertag jedoch beim Tabellenzweiten, der bereits 9 Punkte Vorsprung auf den 5. Türkgücü hat. Dennoch dürfen die ganz in Blau gekleideten Vorstädter durchaus gewarnt sein vor den formstarken Hausherren, die 5 der vergangenen 6 Partien für sich entscheiden konnten. Zunächst konnte das mit Spannung erwartete Nachbarderby vor 943 Zuschauern im Grünwalder Stadion jedoch nicht wirklich halten, was es im Vorfeld versprochen hatte. Zwar lieferten sich beide Teams ein intensives Spiel, Torraumszenen waren jedoch in den ersten 20 Minuten praktisch Mangelware. Auf der einen Seite verpasst Matthias Fetsch eine Flanke von links haarscharf, auf der anderen findet Maxi Bärwein mit seiner Hereingabe keinen Abnehmer. Die Heimelf in der Anfangsphase absolut auf Augenhöhe mit der Spielvereinigung, Yannick Wautstra da mit gutem Körpereinsatz gegen den Doppeltorschützen vom Freitag Niklas Ansbach. Die Flanke von Bärwein ist dann aber erneut sichere Beute für René Vollert. Erst gegen Mitte der ersten Hälfte nahm das Geschehen dann etwas mehr Fahrt auf. Die Flanke von Dennis Weidner landet über Umwege bei Simon Skalatidis, der den Ball aber nicht optimal trifft. Somit keine Gefahr für Johann Hipper im heimischen Gehäuse. Dennoch fand Haching jetzt immer besser in die Partie und nach einer ansehnlichen Kombination wird Boipelo Mashigo im Strafraum von Hipper völlig unnötig gelegt. Klare Sache, Elfmeter. Ein Fall für Patrick Hopsch, aber der macht das viel zu lässig. Hipper riecht den Braten und hält die Null fest. Nun bekam die Heimelf wieder etwas Oberwasser, ohne jedoch richtig zwingend zu werden. Die Abschlüsse von Sascha Hingerl nach einer halben Stunde sowie Christoph Rech kurz vor der Pause nach einem Freistoß von Marco Holz bereiteten Vollert gegen seinen Ex-Club keine wirklichen Bauchschmerzen. Es sah also ganz danach aus, als würde es torlos in die Kabinen gehen, doch dann nochmal ein Freistoß für die Gäste. Da sind sie ja bekanntlich immer gefährlich und so auch dieses Mal. Skalatidis findet den Kopf von Hopsch in der 44. Minute doch noch die Führung für Haching. Perfekter Zeitpunkt natürlich fürs 1:0 kurz vor der Pause, zumal die Spielvereinigung direkt nach dem Seitenwechsel nachlegte. Ünal Tosun bringt da Benedikt Auburger in Bedrängnis, der bekommt die Kugel nicht geklärt und dann macht Skalatidis das ganz abgezockt und überlistet den aufgerückten Hipper zum 2:0. Der Deutsch-Grieche mit 6 Assists und 3 Treffern momentan definitiv einer der Hachinger Erfolgsgaranten. Der Ex-Bundesligist nun also auf der Siegerstraße und in der 65. Minute machte er dann den Sack auch schon zu. Die Hereingabe des eingewechselten Maurice Kartenmacher verwertet Hopsch aus kurzer Distanz zum 3:0. Mit seinem 9. Saisontreffer macht der Goalgetter seinen Fauxpas beim Elfmeter endgültig vergessen. So klar wie das Ergebnis war das Match über weite Strecken allerdings nicht, auch wenn Türkgücü in der zweiten Halbzeit offensiv keine Mittel mehr fand. In der Schlussphase hätte Haching sogar noch das ein oder andere Tor mehr erzielen können, doch Daniel Hausmann und Fetsch verpassten das durchaus noch mögliche 4:0. Negativer Schlusspunkt war dann noch die wohl schwere Verletzung von Manuel Stiefler, die einen ansonsten starken Hachinger Auftritt doch etwas trübt. Ja, das war ein richtig gutes Spiel von uns heute. Gegen einen Gegner mit sehr, sehr viel Einzelqualität haben wir es geschafft, dass wir uns sehr viele Torchancen herausgespielt haben. Deshalb denke ich letztendlich, dass der Sieg auch in der Höhe in Ordnung ist. Vielleicht hätten wir sogar noch ein oder zwei mehr draufpacken können, aber vielleicht war es auch am Ende dann des Guten zu viel gewesen. An der Stelle auf alle Fälle nochmal alles, alles Gute und gute Besserung für Manuel Stiefler, der verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Und wir freuen uns schon auf die nächste Partie. Ich denke, dass wir uns eigentlich gut vorbereitet haben auf das Spiel. Ich denke auch, dass am Ende so ein bisschen auch die Kraft bei uns gefehlt hat. Dass man das schon merkt, wenn eine Mannschaft unter Profibedingungen trainiert und dann nach 3 Tagen wieder ein Spiel macht. Vor allem wir nach der langen Fahrt. Aber trotzdem, die Tore, die wir kassieren, gerade in der Phasen, sage ich jetzt mal kurz vor der Halbzeit, Standardsituation, dann auch das 2:0. Was wir kriegen durch eine eigene Standardsituation, ist halt dann auch dann schwierig gegen so eine Mannschaft wie Haching, die halt die Bälle nur nach vorne haut und dann zwei gute Stürmer haben, die die Bälle sehr, sehr gut festmachen. Haben wir eigentlich bis zum 2:0 immer gut verteidigt, aber am Ende sage ich trotzdem verdienter Sieg für Haching und wir müssen jetzt einfach das aufarbeiten und dann am Freitag wieder Gas geben. Da geht's für Türkgücü zu Tabellennachbar Schweinfurt, während für Sandro Wagner und Co. das Fernduell mit Spitzenreiter Würzburg mit dem Heimspiel gegen Filzing in die nächste Runde geht.